Also in der Stadtklasse der Einstockfahrer LW 681 oder 682. Das sind die Armamputierten, also denen fehlt die Hand oder ein Stück vom Unterarm, beziehungsweise teilweise noch ein Stück vom Oberarm, oder die haben einfach einen komplett gelähmten Arm. Die größte Schwierigkeit haben wir natürlich dann direkt am Start, weil wir da dann halt doch schon so 1 bis 2 Sekunden, je nachdem wie der Start aussieht, verlieren auf unsere Konkurrenz. Grundsätzlich übernehmen wir das Reglement von der FIS, also vom Internationalen Skiverband. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Oberschenkelamputierten, dass die Krückenski haben. So etwas gibt es ja im Nichtbehindertenbereich nicht. Aber wie gefahren wird, wie gestartet wird, auch von den Disziplinen her, ist eigentlich alles gleich. So, der größte Unterschied, den gibt es eigentlich im Slalom. Mit beiden Händen die Stangen wegschlagen, das kann ich natürlich nicht. Wir haben, wo die Hand fehlt, noch einen gewissen Protektor. Damit kann man dann natürlich die Stangen aus dem Weg räumen, ohne dass man sich jetzt selber groß verletzt. Und man kann dann doch recht gut die normale Skitechnik adaptieren und für sich selber übernehmen.